Wer in den eigenen Reihen Leute hat, die Antisemitismus täglich propagieren, der sollte hier ein bisschen ruhiger bleiben. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen hat die AfD-Fraktion scharf kritisiert. Die AfD hatte wegen des Anstiegs antisemitischer Vorfälle eine Aktuelle Stunde beantragt. Nach mehreren Zwischenrufen während seiner Rede hatte Herbert Reul genug und legte sein Skript beiseite. Hier, Krokodil, pass auf, ich höre nicht mehr auf. Ich habe jetzt das Mikrofon, Herr Präsident, passt auf, dass ich reden kann. Also, meine Damen und Herren von der AfD, ein Antrag zu stellen, um den Antisemitismus zu beklagen und in den eigenen Reihen reihenweise Leute zu haben, wo dokumentiert ist, wie die denken, reihenweise, dann würde ich nach Hause gehen und die Debatte beenden. Ich hätte einen interessanten auch, vielleicht würden Sie die Zeit besser nutzen, mit Ihren Spitzenleuten zu reden, mit Ihren, ja, Verlogenheit. Das Wort passt mit dem zusammen außerordentlich gut, junger Mann. Das passt ja außerordentlich gut. So einen Antrag zu stellen, Krokodilstränen zu vergießen und eigene Landesvorsitzende zu haben, die die schärfsten Sprüche antisemitischer Art raushauen, kümmern Sie sich doch lieber, statt hier zu diskutieren, darum, die Leute aus Ihrer Partei zu entfernen. Die CDU-Fraktion aus NRW teilte die Szene später in den sozialen Medien. Allein auf dem Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, wurde das Video mittlerweile über 100.000 Mal angesehen. Und viele feiern den CDU-Politiker für seine klaren Worte. Propagieren, der sollte hier ein bisschen ruhiger bleiben. Die haben überhaupt keinen Grund, hier zwischenzuschreien. Überhaupt keinen Grund. Was in Ihrer Partei unterwegs ist, was in Ihrer Partei gesagt, gedacht, formuliert wird, spottet jeder Beschreibung.